Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich muss jetzt einmal kurz kreuzen, Ben. Sorry. Ich grüße euch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir kommen jetzt gerade von Action. Ich war ja noch mal da, weil ich ja gucken wollte, ob es auch Stempelsets gibt, die deutsche Sprüche haben. Ich habe keine gefunden. Also die sie da hatten, habe ich schon. Ich weiß auch gar nicht, ob es da welche gibt. Schreibt mir das nochmal in die Kommentare, falls ihr solche Stempel habt mit deutschen Schriften von Action. Würde mich mal interessieren, ob das überhaupt da sowas gibt oder ob das grundsätzlich immer englische Sprüche sind. Ja, ich werde die nächsten Karten dann machen mit gemischten, wieder mit gewischtem Material verschiedener Hersteller, so dass ich auch deutsche Sprüche wieder verwenden kann. Ja, deswegen waren wir da und wie immer ist natürlich einiges in unser Körbchen gewandert. Ich zeige euch das mal. Ich habe das mitgenommen und zwar sind das diese Vakuumbeutel. Die möchte ich gerne haben für den Wechsel der Kleidung. Und wenn das denn so auf dem Boden ist, dass das dann auch da oben nicht anfängt, irgendwie Motten zu bekommen oder wie auch immer. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ich packe sie mal aus. Mal gucken. Ja. Also machen soweit auch einen stabilen Eindruck. Werden so zugemacht. Das ist auch, der Verschluss ist auch okay. Ja, und sind auch nicht so klein. Also da habe ich einmal diese mitgenommen. Und es gab dann auch 99 Cent so kleinere. Ich glaube, die haben nicht zum, mal sehen, die sind zum Rollen. Da wollen wir auch mal gucken. Gleiche Prinzip, allerdings nicht zum Saugen, sondern die rollt man so ein und damit rollt man die Luft raus. Aber es ist auch okay. Ja, und für 99 Cent, das ist super. Also ich hatte mal welche vom Verkaufssender und die Qualität war nicht besser. Nur der Preis war ein anderer. So, dann werden wir die ausprobieren. Ja, dann habe ich mitgenommen so eine Beutelchen, wo ganzer Beutelchen, die will ich nehmen für die Junk Journals. Und ich habe auch wieder zweimal Klebespitze mitgenommen. Da ist ja der Kleber schon bei. Da sind immer zwei mal ein Meter drauf. Das ist nicht wirklich viel. Aber ich verbrauche die immer ganz gut für die Journals. Ja, dann habe ich mitgenommen. Ich nehme einmal nach unten für Wäscheleine. Ich will jetzt mal alle unsere Decken durchwaschen. Und ich habe ja auch einen Trockner, aber die will ich alle nach draußen hängen. Das Wetter ist ja so schön. Und da ich ja nicht vorbeigehen kann, wenn es Stifte oder irgendwie sowas in dieser Art gibt, ist das natürlich auch mitgekommen. Das sind 36 Aquarell-Colorfarben. Gucken. Wasserklangpinsel ist da auch bei. Muss mal sehen. Vielleicht gleich mal ausprobieren. So. Ach, sogar ein Bleistift ist dabei zum Sezieren. So, dann. Ja, der hat eine schöne Spitze. Mal sehen, wie der funktioniert. So. Ich hole mal kurz einen Wassertankpinsel. So, da bin ich wieder. Mir mal schnell einen Wassertankpinsel geholt. Dann mal gucken. So, Wasser ist drin. Also ein Stück Papier hier oder wir nehmen lieber so was Weißes. Dann mal gucken, wie das mit der Pigmentierung ist. Okay. Also ich denke mir mal, wahrscheinlich so Tuschkastenqualität. Qualität.
Ja, das muss ich, glaube ich, erstmal ausprobieren. Wir nehmen nochmal eine dunkle Farbe. Nehmen wir mal so ein Blau hier. Ja. Jedenfalls lässt sich das so in sich vermalen. Gut, das muss ich nochmal austesten. Also Pigmentierung, würde ich sagen, ist okay. So, aber der Kasten ist ja auch schön. Der Kasten ist ja schon wieder schön. Das ist ja schon wieder meins. Deswegen musste das auch mit. So. Und in der Stifteabteilung habe ich dann noch das entdeckt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh mein Portemonnaie. Coloring Travel Box. Und das finde ich ja total cool. Mal so unterwegs, ist jetzt bei dem schönen Wetter auch mal am Strand. Wir haben den Strand ja hier bei uns vor der Tür. Das ist ja, wir wohnen ja da, wo andere Urlaub machen. Das ist ja so schön. Und deswegen ist das natürlich sowas mitzunehmen. Ist natürlich klasse. Wollen wir uns mal angucken, wie das Prinzip ist. Also es ist so mit Gummibändern. Ja. So, jetzt noch mal gucken, wie es aufgeht. Ach so, das geht so auf. Ja, das finde ich klasse. Dann kann man sich ja auch die Marker mitnehmen, die man jetzt haben möchte. Da sind dann die Aquamarker drin. Da sind dann Alkoholmarker drin. Und dann nochmal einmal Buntstifte. Das weiß ich jetzt nicht, sind das Aquarellstifte oder sind das nur einfach Buntstifte? 18 mal Pencil, ja, das kann ich jetzt mal so. Also 12 mal Aquarellmarke, 12 mal Twinmarke auf Alkoholbasis und 18 mal Buntstifte. Ja, also die Buntstifte finde ich ja immer ganz gut von Action. Und ja, ich muss sagen, ich finde diese Box genial, wenn man unterwegs ist. Dann kann man überlegen, was man gerne machen möchte. Wenn man unterwegs ist, was man malen möchte. Und dann nimmt man dementsprechend mit. Ich habe ja jede Menge Stifte hier. Kann ich ja die Box so gut nutzen. Ja, also das freut mich. Die gefällt mir. So, genehmigt. Dann habe ich mal was für das seelische Wohl mitgenommen. Kartoffelchips, die sind total lecker. Also ich finde die richtig, richtig lecker. Ich esse auch mal nur so ein paar von. Ja, mit meiner Diät ist auch immer, oh, so ein Spielchen. Aber es ist so, wie es ist, gibt Wichtigeres. So, und dann habe ich was mitgenommen und ich hoffe, dass das cool ist. Und zwar habe ich diesen hier gekriegt. Und das ist der Stift hier für die Folien, der Folienstift. Und da habe ich mich also richtig gefreut. Das ist das erste Mal, dass ich den bei uns gesehen habe. Und jetzt habe ich auch diese Folie mitgenommen. Weil jetzt kann ich denn gerade so im Junk Journal, möchte ich da versuchen, so Akzente zu setzen. Also da freue ich mich so richtig drüber. Da hatte ich ja in meinem letzten Video gezeigt, dass ich die Karte so im Mantel habe mit, also so umwickelt habe, den Kreis mit Wolle. Und ich habe gedacht, ich versuche das mal damit. Die kann man nämlich ganz toll teilen. Ich habe also früher auch viel gestickt. Und das werde ich dann mal damit probieren. Das sieht bestimmt auch total schön aus und ich fand die Farben toll. So, hier ist noch einmal Spitze. Was haben wir denn hier noch? So, dann habe ich noch mitgenommen. Und zwar habe ich mitgenommen Klettband. Und zwar haben wir auf dem Balkon, haben wir auch von Action mitgenommen, so ein Netz, was so magnetisch zusammengeht. Ja, das ist total klasse, weil auch die Katzen super toll auf dem Balkon raufkommen. Aber die Seite geht immer ab. Dann haben wir schon mit Klebeband versucht, das funktioniert auch nicht.
So, und das Klettband, das werde ich jetzt auf der einen Seite, werde ich das an einem Türrahmen ranmachen und am Netz, da nähe ich es einmal rum. Und das wird halten bombenfest. Hoffe ich. So, damit ich meine Decken auch draußen gut aufhängen kann, habe ich nochmal Klammern mitgenommen. So, und dann habe ich das mitgenommen. Ich denke mir mal, die sind neu. Ich habe sie jedenfalls vorher noch nicht gesehen. Und zwar die Kletter 3D Drops. Und die gab es in diesen verschiedenen Farben. Und ja, die fand ich auch ganz toll. Habe ich den auch mitgenommen. Und die werden wir mal kurz ausprobieren. Ich werde mal eine aufmachen. Wenn ich gleich mal kurz weg bin, nicht wundern, dann ist der Akku alle. Da muss ich kurz den Akku tauschen. Dann geht einfach die Kamera aus. Also wenn das so abrupt ist, dann nicht wundern. Ich bin dann gleich wieder da. Ich habe nämlich Ersatzakku, den ich dann tauschen kann. So, dann nehmen wir mal einen raus. Das muss man noch erst abholen hier. So, jetzt habe ich den Kletter schon an den Finger. Kenne ich ja schon. Die Schweine rieren ja immer gerne rum. Oh. So, ja. Wie geht das denn gerne auf? Ne, so soll ich das doch nicht aufmachen. Ach, ich glaube, ich muss vorne die Kappe aufmachen. Ja, das ist ja toll. Ja, schön, wenn man zudem nicht ist, die Dinge auszukriegen. Gibt's doch gar nicht. Soll man da ein Loch rein machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, das wird rüber gemacht. So, jetzt ist es fest. Ich hätte jetzt gedacht. Ah, siehst du, geht doch. Bisschen Gewalt. So. Ja, portionieren lässt sich das gut. Das finde ich schon mal cool. Müssen wir mal gucken, ob die Drops sich denn auch legen. Also ich habe auch noch so andere Drops nicht mit Glitter. Ich werde die mal zur Seite packen und im nächsten Video werde ich euch das zeigen. Die werden ja bestimmt ein paar Stunden brauchen, bis sie trocken sind. Zeige ich doch euch, ups, ob sie sich zurückgezogen haben. Aber so habe ich auch gedacht, dass ich damit auch kleine Akzente setzen kann. Also so ganz bisschen nur. Zum Beispiel so kleine Akzente setzen. Das hatte ich ja gedacht. Das geht damit bestimmt auch ganz gut. So was Schmetterlinge zum Beispiel in den Körper machen. Also, ich finde die cool. So. Und ich, also wie gesagt, ich glaube, die sind neu. So, das habe ich alles gekriegt. Da habe ich mich natürlich auch gefreut. So, und dann habe ich das mal mitgenommen. Und zwar ist das, jetzt ist hier schon alles so voll. Gucken. Ich packe das mal hier vorne hin, damit ich das überhaupt noch hier unter die Kamera kriege. So. Und zwar haben wir das auf der Arbeit stehen. Ich arbeite ja auch ehrenamtlich und da haben wir sowas im Bad stehen. Und das sprüht dann immer los, wenn man da so dran vorbeigeht. Und das riecht so gut. Dann habe ich gedacht, das möchte ich für mein Badezimmer auch haben. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Und dann habe ich in einem Haul, in einem Action-Haul gesehen, dass eine sagte, dieses Parfum soll so total gut riechen. So, das werden wir jetzt testen. Mal gucken, wo ich das aufsprühe. Also ich sprühe Parfum grundsätzlich nie auf die Haut. Soll man nicht. Ist nicht gut. Ich sprühe das immer irgendwo auf die Kleidung. Da muss man natürlich gucken mit den Parfums, dass das keins ist, was Flecken macht.
So, und wenn wir das mal so machen, wie die das immer im in der Drogerie machen oder im Parfümladen. Ich bin gespannt. So. Oh, das riecht wirklich gut. Das riecht richtig gut. Das riecht so ein bisschen vanillig. Würde ich sagen, so ein bisschen vanillig. Eine kleine herbe Note hat das. So vanillig, herb. Ja, Vanille, so herbe Vanille, würde ich sagen. Riecht gut. Gefällt mir. Ja, kommt zu meiner Parfümsammlung. So, ihr Lieben, das war's. Batterie hat gehalten und mein Akku hat gehalten. Ich bin nicht weg gewesen zwischendurch. Das ist gut. Ich werde das jetzt alles wegpacken. Ich freue mich total über den Stift. Ich werde ihn ausprobieren, euch sagen, wie das ist. Genauso werde ich gucken, wie, ob die Drops sich irgendwie auch legen oder ob die Sonne so bleiben, wie sie gerade sind. Das schauen wir mal. Genau, das war's dann erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Ganz liebe Grüße, Andrea aus der Bastel-Oase.